Gentlemen, wie lauten die vier Grundprinzipien? Tradition, Ehre, Disziplin, Leistung. Wander hoch. Die Walton Academy für Jungen. Eine Bildungsstätte der zukünftigen Elite Amerikas. Eine Institution, die sich der Leistung, dem Erfolg und der Konformität verschrieben hat. Eine Schule, deren strenge Maßstäbe von jedem Lehrer aufrechterhalten werden, mit einer Ausnahme. Na, Mr. Overstreet, was ist? Mr. Anderson, sind Sie ein Mann oder eine Amöbe? Die Sprache wurde nur zu einem Zweck entwickelt und der ist... Um zu kommunizieren? Nein, um Frauen zu umwerfen. Mr. Keating! Touchstone Pictures zeigt Robin Williams als John Keating, Lehrer. Ist das etwa ein Dolch, den ich hier vor mir sehe? Philosoph. Ich mag Warren, er kriegt 42 Punkte, auch wenn man nicht danach tanzen kann. Redner. Oh, Ketos, begleite deinen Freund hierher. Und Gründer des Clubs der toten Dichter. Sind das Jungs, die rumhocken und irgendwelche Gedichte lesen? Nein. Gong. Trotzdem, danke fürs Mitspielen. Das ist der Club der toten Dichter. Dieser Club hatte sich dazu verschrieben, das Mark des Lebens in sich aufzusaugen. Das Bewusstsein bekam Flügel. Frauen schmolzen dahin und Götter wurden erschaffen. Damit kann man schon mal einen Abend verbringen. Hm? Hiermit berufe ich den Club der toten Dichter neu ein. Um sich zu bemühen, zu streben, zu suchen, zu finden. Aber man muss noch mehr tun. Es muss noch mehr sein. Wagen Sie es, neue Wege zu beschreiten. Ja! Haben Sie den Mut auszubrechen, sich freizumachen? Mir sind da Gerüchte zu Ohren gekommen, John. Über unorthodoxe Lehrmethoden in Ihrer Klasse. Brechen Sie aus! Das werde ich tun! Ja! John Keating. Am Anfang war er nur Englischlehrer. Jetzt verändert er ihr Leben. Ich hab die Rolle! Reißt die ganze Einleitung raus! Wer hat dich dazu angestiftet? Ist es dieser Neue gewesen? Mr. Keating? Ist das nur ein Spielchen oder stehen wir zu unserem Wort? Tradition, Ehre, Disziplin! Was ist der Club der toten Dichter? Ich will Namen hören. Das hier ist eine Schlacht, ein Krieg. Und Sie können Herz und Seele dabei verlieren. Zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, was ich will. Medizin, Jura, Ökonomie, Technik sind notwendig. Doch Poesie, Romantik, Liebe, sie erst machen unser Leben lebenswert. Das war wunderschön. Setzen Sie sich, Mr. Anderson. Carpe diem! Sie sollen sich setzen. Was wird hier eigentlich gespielt? Nutze den Tag. Touchstone Pictures zeigt Robin Williams als John Keating. Er verkörperte die Inspiration, die ihr Leben außergewöhnlich werden ließ. Der Club der toten Dichter.